Hallo, ihr liebe Leute von heute. Ja, ich habe Tarzanschrei für Arme versucht. Wir sind immer noch bei Croc, Legend of the Gobbos und 4-4 Ballistic Max Fairway. Na, wer kennt das Lied? Kindheit pur für mich. Von der Gruppe Sparks. Sparks hat ja sonst immer ganz verrückte Sachen angeblich gemacht in der Vergangenheit. Wer bist du denn? Was zur Hölle geht hier ab? Okay, der ist vielleicht mit Mac auch gemeint, dass das so ein ganz schneller Typ ist, so ein ganz heißer Typ auch. Ah, mein Kumpel. Okay, what the fuck? Ein Flitzer. Eindeutig ein Flitzer. Du musst dich doch auch gar nicht so abhetzen, Junge. Wirklich, keiner hetzt dich. Na, wahrscheinlich ist ein böser Boss, ne, der uns ja auch tot sehen will. Was man ja nur allzu deutlich und allzu oft merkt. Wusste ich doch, dass du ein besonderer bist. Ich habe es gerochen. Ich kann zwar nicht sagen, wo und wie ich es gerochen habe, aber ich habe es gerochen. Okay. Let's go. Schlüssel haben wir ja schließlich noch nicht. Der rennt von einer Ecke zur anderen wie ein Besessener. Dein Ernst, Spiel? Da vorne für eine seltsame Pflanze. Kann ich da überhaupt hin? Will ich da überhaupt hin? Ich glaube es irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, der Kerl trainiert einfach nur für den nächsten Wettbewerb und muss sich halt unbedingt fit halten. Der ist ja gar nicht böse. Der macht halt nur Sport und guckt dabei nicht nach links und rechts.
Der will uns doch gar nichts Böses. Der macht ja doch nur seine Runden. Und wenn wir im Weg stehen, ist halt doof, ne? Aber der will doch gar nichts von uns. Das ist eigentlich ein ganz lieber Typ, der nur missverstanden wird. Er möchte doch nur sein Trainingsprogramm machen. Wie war das nochmal? Es gab doch mal irgendwie so eine Story, dass Arnold Schwarzenegger, glaube ich, an Heiligabend oder Silvester oder irgendwie so in einem Fitnessstudio eingebrochen ist, um auch am Feiertag seine Übungen machen zu können. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Ich weiß noch nicht, ob es Weihnachten wirklich war. Plattform, komm her. Plattform? Gut, dass ich hier auch doch warten kann. Nicht so, wie ich ursprünglich dachte. Oh nein, ich muss in Bewegung bleiben. Das wäre ja sonst echt grausam gewesen. Ich bin irgendwie sehr froh, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Glaubt ihr mir das? Es ist süß und es macht Spaß, klar. Aber jetzt so langsam, ne? Hier sind so viele Sachen, die scheiße sind. Hi, Yippie! Wobei es gerade wieder geht. Der Anfang dieser Welt war irgendwie schlimmer. Also dieser Insel. Weil der Bossfight ging ja auch voll klar und sowas, ne? Also, wow. Seriously. Wieder alle Edelsteine zusammen. Also alle bunten, alle farbigen. Okay. Und natürlich. Ja, in den Tod sprengen, juhu! Es ist so unfair! Es ist so unfair. Was haben wir denn hier? Ach so. Ah.
Das ist gut, dass ich hier Heilung kriege. Natürlich. Nein! Einfach nur nein. Ah, na endlich. Ah. Das war aber eine schwere Geburt, ey. Ja. Oh. Ach je. Swipe, Swifties, Wicked, right. Ich will nicht. Das klingt nicht gut. Das klingt ganz und gar nicht gut. 61%, immerhin. Oh boy. Gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Und bedanke mich für euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und ja. Ich sollte für heute vielleicht Schluss machen. Ah. Das Spiel hat das sowas von in sich. Das hätte ich nicht gedacht, dass es am Ende so schwer werden würde. Holla die Waldfee. Aber naja, okay. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Ciao!